Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Gratuto, beim Clan. Oben rechts steht's, Spätzle mit Soße. Und ja, ihr habt ja gesehen, im Thumbnail unter Strom. Also, es dreht sich heute alles um die neue, nicht um die neue Wunderwaffe, aber um die neue Truppe. Und ihr seht, dass hier unser letzter Clan-Kriegsgegner hatte, den E-Drachen, so wird er jetzt immer ganz nett genannt, den E-Elektrodrachen. Sehr, sehr häufig in der Clanburg, muss ich sagen. Und unter Gift war der nicht wirklich gut. Ihr seht, ich habe den hier jetzt auch mal einfach mal gefrostet und meine Queen erledigt sich dann dessen. Aber ich muss sagen, der Schaden, den der dann am Ende hinterlässt, also nochmal diesen Blitzschaden, der ist nicht ganz ohne, muss ich sagen. Da sind uns doch einige Truppen draufgegangen. Aber die Base hier war jetzt auch nicht so wirklich schwer. Ich hätte fast gesagt, wir Elfer haben uns darum geschlagen, diese Base, wir Zwölfer, doch bitte diese Base hier zu machen. Und mit Mas Bolan, ein paar Hexen, zwei Päcker hatte ich dabei. Also die Truppe hier hat mir, ja, muss ich sagen, ganz nett gefallen. Vor allen Dingen mit den beiden Päckers hier im Gepäck, da geht richtig was in der Base. Also ist für mich wirklich eine super Truppe, die ich auch gerne mit in den Clankriegskämpfen irgendwo mit einbaue. Diesmal habe ich zwei Stück eingebaut. Hier hinten jetzt noch ein Laki gesetzt am Labor, am Labor. Und dann war es das auch mit der Base. Also der Gegner hatte vermehrt die Elektrodrachen hier in der Clanburg. Und ich muss sagen, also im höheren Bereich, Rathaus 10, 11 und 12, da war das nicht ganz so schlimm. So ein bisschen mehr Wehtun tut er sicherlich kleineren RH9ern, denn du kannst ihn ja ab Rathaus 9 mit in die Clanburg nehmen. Er nimmt 30 Platz. Ja, okay, waren mal drei Sterne hier, denn er nimmt 30 Platz. Und von daher kann er da unten schon ganz gut nerven. Wenn er dann nämlich mit so einer 5er bis 10er Queen den Drachen machen muss, dann muss die Queen doch schon mal ein bisschen mehr feuern. Und ihr seht das hier, ich habe ihn auch ausgebildet. Eine Kaserne habe ich hier jetzt auch fertig. Und kleiner Beigeschmack ist natürlich da. Ich baue nochmal diese Truppe jetzt im Moment nach. Aber sie dauert natürlich wirklich, wirklich lange im Moment, weil ich nur eine einzige Kaserne habe. Das ändert sich dann natürlich, wenn ich alle vier Kasernen habe, dann müsste sich das auch reduzieren auf, ich glaube, 3 Minuten dann pro Drache, dann geht das natürlich auch. Im Moment ist das sehr günstig, 18.000 Elex nur, das heißt also, er kostet dann auf 1 das doppelte 36.000 Elex, das finde ich eigentlich auch in Ordnung und ich bin wirklich gespannt, wie sich diese Truppe schlägt. Ich baue die hier jetzt schon im Boost, damit ich überhaupt mal zweimal damit angreifen kann und so ein kleines Update gibt es natürlich auch aus meinem Dorf. Mein Labor ist endlich fertig. Mein Labor ist fertig geworden und mit drin im Labor sind meine Lakaien auf Level 7 mit fertig geworden. Also ähnlich wie beim Olli, der hatte das ja gestern gezeigt, wo sein Labor auslief. Allerdings lief bei ihm der Bogenschützin oder die Bogenschützen noch einen Tag, glaube ich. Bei mir liefen, als ich mein Labor angestoßen habe, bei mir liefen die Lakaien nur noch 6 Tage. Und da das Labor 8 Tage gelaufen hat, waren die jetzt also schon vor 2 Tagen eigentlich fertig. Und ich kann sie dann auf Level 8 ziehen. Ihr seht das hier. Ich sehe es jetzt auch erstmalig, was überhaupt so die ganzen Truppen kosten. Und mein Plan ist in jedem Fall, dass ich als erstes, glaube ich, die Bowler laufen lasse. Beziehungsweise die wollte ich mir gleich fertig machen. Denn ich habe gesehen, ich habe noch ein Buch. Habe ich so ein bisschen überschätzt oder übersehen. Ich habe noch ein Buch hier und kann damit eine Truppe fertig machen. Ja, das mache ich. Das mache ich sicherlich auch. Denn wir wollen natürlich den Angriff stärken und damit wir das noch ein bisschen effektiver hinkriegen, habe ich mit meinen nächsten Ressourcen, also erstmal, nach wie vor brauchen wir Elex, ist auch ein leidiges Thema, aber es geht gut voran hier. Die Maschine läuft nur noch 4 Tage, mein erstes Lager ist in 2 Tagen 12 Stunden fertig und ich habe jetzt schon das zweite hier hinten angestoßen, wollte jetzt eigentlich noch mit den nächsten Elex dann, ihr seht, einen Bauarbeiter habe ich jetzt frei, das Lager hier machen und dann auch, wenn dann in 2 Tagen 6 Stunden dieser Bauarbeiter fertig ist, den kann ich nicht weiter beschäftigen. Dann mache ich hier sicherlich auch mein 4. Lager, dass alle 4 Lager laufen und dass ich möglichst schnell 280 Truppen habe. Denn ich werde mir ein Lager schon fertig machen können aus den Rewards hier. Es gibt hier ja ein
Book of Building, also hiermit kann ich dann ein Lager fertig machen. Ja, freue ich mich natürlich drauf. Und oh, ihr habt es gesehen, ich hab auch gleich nochmal eine Clan-Aufgabe angenommen. Viele fragen sich immer, ja Leute, wieso macht ihr denn eigentlich die Clan-Spiele über die Punkte hinaus? Es gibt ja jetzt nicht mehr zu holen. Nein, es gibt nicht mehr zu holen, aber es gibt ja den Erfolg und also eine Errungenschaft. Und deswegen macht ruhig die 4000 voll. Denn die Errungenschaft hier, die dauert auch ein bisschen. Die Clanspiele sind ja auch nicht jeden Tag. Und wo ist sie? Ah, hier unten. Earn 50.000 Points in Clan Games. Also das dauert auch noch. Deswegen mache ich die auch immer wieder fertig. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt mal in den Sack mit unseren Elektrodrachen. Ich habe keine Ahnung. Will aber nicht vergessen, dass ich den Warden einmal auf Luft stelle. So, jetzt habe ich mal auf Luft gestellt. Und dann gehen wir mal rein in die Gegnersuche. Die dauert hier oben in Champion nicht wirklich lange. Da muss ich nicht wirklich lange durchklicken, aber mal sehen, dass wir einen bekommen, der mal so richtig Ressourcen für uns hat. Okay, ich kann ja jetzt nicht alles wegklicken hier. Vielleicht ist es jetzt auch große Verschwendung, aber ich habe ja noch keine Ahnung, wie die Drachen ticken. Das heißt, wir machen erstmal eine Base, die keine Infernos hat. Also die Infernos, die sind leer geschossen. Kein Adler, aber eine Luftabwehr und sicherlich auch irgendwo die Luftfeger. Die sehe ich jetzt gerade mal nicht. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Ah, da unten ist einer und... Da ist einer. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen den Luftfeger hier unten mal raus. Und zwar mit King und Queen, würde ich mal so sagen. Denn die Queen müsste das in jedem Fall machen, dass sie den Feger hier bekommt. Ja, da ist der Feger schon mal weg. Und dann, wir lassen die Helden hier ruhig sterben, glaube ich. Beziehungsweise, oh, entschuldigt bitte, ein bisschen ordentlich clearen. Und dann gehen wir mal hier mit unseren ganzen Elektrodrachen jetzt rein. So, oh, zwei haben wir noch. Okay, zwei haben wir noch. Warden hier mal hinterher. Ich muss einfach mal testen. Ich weiß auch nicht, welche Zauber wir hier eigentlich benötigen für die Drachen. Keine Ahnung. Ich habe wirklich keinen Plan, wie die hier funktionieren. Beziehungsweise ist Eilzauber das Richtige jetzt für die Drachen? Oder ist es doch Wutzauber? Ich meine, ich habe natürlich jetzt auch noch zwei Fries da. Und ich denke mal, für die Elektrodrachen hier ist sicherlich die Luftabwehr hier der größte. Ach, ich habe es gar nicht gesehen. Ei, da muss ich mich mal dran gewöhnen. Donner, Donner, Wetter. Das habe ich nicht gesehen, dass die ja mehrere Ziele machen. Und... mir jetzt eben schon die Luftabwehr weggemacht haben da. Ich würde sagen, ja, ich brauche nicht mal einen Warden zünden. Alter Falter, sind die stark. Donnerwetter. Und ich meine, die sind auf Level 1. Einer geht da jetzt kaputt. Das ist natürlich echt krank. Meine Herren, das hätte ich nicht gedacht, Leute. Das hätte ich wirklich jetzt nicht gedacht, dass die hier, ich meine, so eine Base hier, die ist jetzt nicht wirklich gut gewesen, aber holla die Waldfee. Da bin ich jetzt echt mal überrascht. Mann, Mann, Mann. Ich habe sogar noch Zauber über. Ich meine, der war jetzt nicht... Der war nicht wirklich gut vom Lot her. Er war auch nicht wirklich gut von der Base her. Aber das war jetzt mein erster Angriff mit den Elektrodrachen. Und ich muss sagen, gefällt mir. Gefällt mir. Ich bin ja nicht wirklich ein Luftangreifer. Und Mann, Mann, Mann. Oh, da haben wir jetzt die Challenge schon gemacht. Da haben wir nämlich jetzt schon 3 Sterne geholt. Das ist wirklich nicht schlecht. Also... die Truppe baut in jedem Fall nach und wir machen natürlich noch einen zweiten Angriff. Ich will jetzt mal meine Helden hier auch boosten, sonst kommen die natürlich auch nicht nach. Immer noch ein Gameboost hier, nutzt das in jedem Fall aus und wir sehen uns in jedem Fall zu einem zweiten E-Drachenangriff. Naja, tolle Wurst. Irgendwie finde ich die mit den vielen Lot oder die viel Lot haben, haben in der Regel alles verschossen. Selbst hier oben in Champion, beziehungsweise mein Gegner ist ja jetzt aus Meister 2, aber wir nehmen den trotzdem mit. Jetzt gucke ich mal, wo wir hier, ich glaube, dieses Mal, ja, wir müssen gegen den Feger, das ist egal, wir müssen gegen den Feger und jetzt habe ich wieder nicht umgestellt, ich habe wieder meine Battle-Maschine nicht umgestellt, die wollte ich nämlich eigentlich nicht verbrauchen. Okay, dann gehen wir mal wie folgt vor, wir setzen hier unsere Drachen mal jetzt so ein bisschen... nicht cancel. Ich wollte hier so und den Feger. Wir friesen einfach mal den Feger hier. Mal sehen, ob uns das ein bisschen weiterhilft. Und nochmal. So, da ist nämlich die böse Queen auch noch in der Mitte. Oh, unser Warden. Wir haben unseren Warden vergessen. Ah ja, Warden auch noch vergessen. Super.
Und dann müssen die jetzt mal so ein bisschen wütend gemacht werden. Hier unten stirbt schon der Erste. Okay, aber hier in der Mitte sind sie jetzt zumindest. Ja gut, die Luftabwehren sind natürlich die, die nicht unbedingt freundlich auf unsere Drachen gesinnt sind. Gar keine Frage. Und wir müssen die einfach nur ein bisschen verschnellern. Aber wir schaffen jetzt hier die Luftabwehren noch. In der Mitte kriegen wir das Rathaus jetzt leider noch nicht. Mal sehen. So, die Luftabwehr da unten ist auch weg. Ah, es ist echt göttlich, was die hier auf einmal mit wegblitzen. Also wie viele Ziele die nehmen. Ich meine, sie brauchen immer ein bisschen zum Aufladen. Sie sind träge. Sie sind ganz klar etwas träger. Dann bringen wir die nochmal ein bisschen in Wut. Und da ist der Drache. Ich würde sagen, damit der nicht nach außen fliegt, nehmen wir den jetzt und ja, ich zünde einfach mal einen Warden. Alter, sind die stark. Die sind echt stark auf Level 1. Und ich habe es ja jetzt auch wieder irgendwie so gesetzt, wie es mal eben passte. Aber ihr seht das, die sind auch wirklich, wirklich sehr, sehr träge. Und laden, ich weiß nicht, ob sie während des Fluges jetzt aufladen oder ob sie erst immer stehen bleiben und dann aufladen. Das müsste man mal noch ein bisschen tiefer vielleicht erforschen. Aber auch die Base hier, ja, mir waren die Ressourcenleute einfach jetzt wichtiger, als hier mal eine aktive Base anzugreifen. Ich werde die sicherlich nochmal bauen, aber ich wollte sie heute einfach mal angetestet haben, denn ich möchte natürlich jetzt die 200.000 im Pot ganz gerne für meine Bowler auf den nächsten Level haben. Die Challenge haben wir auch geschafft. Ja, geht ja. Geht ja voran hier. Und mal sehen, ich habe jetzt die nächste Challenge. Wir nehmen 2 Sterne mit Drachen. 6 Drachen, die machen wir mal. Denn meine nächste Armee, die seht ihr schon, besteht aus Drachen und Loons. Und mal sehen, wie ich da weitermache. Ich gehe jetzt mal mit dem Klonzauber vor. Mal sehen, wie das funktioniert. Ich hoffe, ich stelle gleich meine Karre auch rechtzeitig um. Und hoffe, dass euch das kleine Review hier zumindest von den E-Drachen, also alles ist hier wirklich unter Strom. Nicht nur die Elektrodrachen sind unter Strom, sondern auch die Kaserne, wenn sie was macht hier. Finde ich, ich mag sie eigentlich nicht, aber ich finde es ganz nett animiert, wenn etwas baut, dass da oben so dieser Blitz dazwischen ist. Also echt mal stark und ich hoffe, die Folge hat euch, wie gesagt, das Review hat euch ganz gut gefallen. War einfach mal ein kurzer Status hier für euch auf den, ihr seht die Folge am Sonntag. Ich weiß noch nicht, wie unsere Truppe bei der WM abschließt, aber ich schließe jetzt erstmal das Video ab. Bis dahin, euer Toto. Flash.